Nachgefragt. Dein täglicher Videopodcast zu Corona. Müssen bis zum Frühjahr alle Patienten möglichst optimal behandeln und dadurch müssen wir Ressourcen bündeln und Patienten in die richtigen Krankenhäuser allokieren. Das bedeutet auch Verlegung und das ist der zentrale Punkt. Mein Name ist Kurt Geldner. Ich bin ärztlicher Direktor der Klinik für Anästhesie, Intensiv-, Notfall- und Schmerztherapie am Klinikum Ludwigsburg und in der regionalen Klinikenholding. Zusätzlich bin ich auch noch Präsident des Berufsverbands Deutscher Anästhesisten. Die Intensivkapazitäten sind irgendwie, ist immer die Frage, wie definieren Sie die? Am Anfang steht die Definition. Und die Definition der Politik ist sehr häufig irgendwie ein Bett plus ein Beatmungsgerät ist gleich ein Intensivbett. Dem ist leider nicht so. Das heißt irgendwie, es gab einen großen Run am Kauf von Beatmungsgeräten in der ersten Corona-Phase. Da gibt es jetzt welche, teilweise brauchbare, teilweise nicht so sehr brauchbare Beatmungsgeräte. Aber das Problem ist wie immer das Personal und es ist ausschließlich das Personal. Das heißt, hier insbesondere das Pflegepersonal. Ohne vernünftiges Pflegepersonal werden wir die Intensivkapazitäten nicht einfach unendlich steigern können. Das heißt, das ist, glaube ich, das Nadelöhr, durch das wir durch müssen. Im Prinzip ist es natürlich so, dass am Anfang auch in Krankenhäusern ein Lockdown gemacht worden ist. Das heißt, wir haben das Elektivprogramm sehr, sehr weit runtergefahren, bis nahezu nur noch in die Notfallversorgung. Und das bedeutet natürlich, damit ist Personal frei geworden. Das heißt, wir hatten sehr, sehr viele Kapazitäten. Speziell unser Haus war eins der Hotspots. Wir hatten drei weitere Intensivstationen, die wir aufmachen konnten, weil wir eben Personal aus anderen Bereichen des Betriebs, also aus Anästhesiepflege beispielsweise oder anderen Betriebsteilen freisetzen konnten und es umschiften konnten. Auch war natürlich in bestimmten Landesteilen irgendwie viel Personal da, auch viel Betten, aber keine Patienten. Also insbesondere in vielen Regionen in Ostdeutschland waren sehr viele Betten frei, aber keine Patienten da. Das heißt, da gab es auch einen gewissen Mismatch. Im Prinzip, glaube ich, sind wir jetzt vor einer neuen Situation. Die neue Situation ist natürlich so, dass wir sicherlich nicht so einen totalen Lockdown mehr haben werden. Das heißt, wir müssen uns irgendwie mit Corona auseinandersetzen, sicherlich bis ins Frühjahr nächsten Jahres, bis in den Frühsommer nächsten Jahres. Auch wenn es Impfstoffe geben sollte, glaube ich, ist das ein realistischer Zeitrahmen. Und in dieser Zeit können wir in Krankenhäusern natürlich keinen Lockdown mehr machen. Das heißt, es gibt viele Eingriffe, die kann ich nicht bis ins Frühjahr verschieben. Es gibt Eingriffe, die kann ich 3, 4, 5, 6 Wochen verschieben. Aber es gibt Eingriffe, die ich einfach nicht ins Frühjahr verschieben kann. Das bedeutet, die Krankenhäuser können eigentlich nicht runterfahren unter 50% ihrer Leistung, ohne dass bestimmte Eingriffe nicht mehr stattfinden. Das heißt natürlich Tumoreingriffe etc. etc. Die müssen einfach stattfinden. Das heißt, Krankenhäuser können reduzieren und Covid-Patienten mit dazu aufnehmen sozusagen, aber sie können nicht mehr so reduzieren, wie sie dies im Frühjahr getan haben. Das bedeutet für mich, es muss ein cleveres Verteilungssystem geben. Es muss ein cleveres Verteilungssystem in Regionen geben und es muss ein cleveres auf Bundeslandebene und idealerweise, und das ist relativ schwierig, glaube ich, müsste so ein Verteilungssystem in ganz Deutschland geben, damit wir irgendwie die Patienten in Deutschland eben verteilen können. Es gibt die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensivmedizin, DIVI genannt. Die hatte vorher schon ein Register auf freiwilliger Basis, in dem alle Intensivstationen im Prinzip freie Betten eintragen konnten. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Intensivbetten, also so Low-, Medium- und High-Care-Betten. High-Care-Betten, das heißt, es gibt natürlich unterschiedliche Behandlungsschwerpunkte von Krankenhäusern. Kleinere Krankenhäuser in Intensivbetten ist nicht unbedingt zu vergleichen mit dem Intensivbett im Maximalversorger oder in der Uniklinik. Das heißt, da werden ganz andere Therapien getan. Also auch da gab es eine Einteilung und man konnte dort freie Betten schon früher melden und auch freie Betten insbesondere für so schwere Lungenversagen, die auch eine künstliche Lunge gebraucht haben. Daraus ist das Ganze eigentlich entstanden. Dieses Register wurde dann genommen und wurde in einigen Bundesländern verpflichtend gemacht, im Frühjahr diesen Jahres dort irgendwie freie Kapazitäten einzutragen. Und deshalb sind dann natürlich Kapazitäten eingetragen. Allerdings auch für die Eintragung war auch hier wieder die Definition,
ein Bett plus ein Beatmungsgerät plus ein Monitor ist gleich ein Intensivbett. Das haben natürlich das eine oder andere Krankenhaus genau so auch gemacht. Aber wie ich gerade schon am Anfang gesagt habe, das macht es ja nicht, ne? Sondern ich muss das Bett natürlich mit Personal betreiben können. Ich kann sofort 300 Betten irgendwie hinstellen und 300 Beatmungsgeräte und Monitore. Das ist einfach, die Personal ist der Jumping Point an der ganzen Sache. Und das wird leider sehr häufig vergessen. Es müsste ein zentrales Register, das gibt es in Form dieses DIVI-Register. Allerdings ist das DIVI-Register natürlich auch dazu herangezogen worden, Freistände zu erfassen. Und es gab Prämien auch für Freistände. Also insofern weiß ich nicht, ob diese Zahlen, die momentan in dem DIVI-Register wirklich drin sind, auch hundertprozentig verlässlich sind. Muss ich einfach mal so in den Raum stellen. Aus diesem Grund ist es sicherlich so ein Register, was ganz sinnvoll ist, aber dieses Register muss wirklich zeitnah befüllt und gefüllt werden. Und ich denke, es muss zumindest auf Bundeslandebene, wenn nicht besser auf Bundesrepublikebene, eine zentrale Stelle geben, die dann irgendwie Patientenströme umleitet. Und zwar nicht mit Bitte, Danke, wir fragen, könnten Sie eventuell den dann irgendwie doch nehmen, wie es im Moment läuft. Ne? Also selbst wenn man die Register sieht, es gibt freie Betten, müssen Sie noch anrufen, sondern einfach, dass es ganz klipp und klar gibt, von Stadt A gehen die nächsten 5 Patienten ins Krankenhaus B und zwar ohne großes Hinterfragen, sondern es ist einfach so. Ich glaube, es muss eine zentrale Verteilung geben mit einer zentralen Stelle.